meine Lieben, ja, da bin ich wieder und zwar wieder mit einem Aufgebraucht-Video. In letzter Zeit war es ja ein bisschen ruhiger. Das lag auch mit daran, dass ich bei meinen Eltern mal ein paar Tage war. Und ja, jetzt bin ich natürlich wieder alte Ordnung am Schaffen. Und habe dann gesehen, okay, es wird wieder Zeit. Es wird langsam eng da hinten in meiner Ecke. Und deswegen zeige ich euch mal, was ich jetzt so aufgebraucht habe in der letzten Zeit. Zum einen fangen wir mal an mit dem, was jedes Mal. Und zwar die Soft und Sicher Balsamtaschentücher von DM. Die, die mich kennen, wissen ja, ich finde die einfach super. Die kaufe ich immer wieder. Dann aufgebraucht, ich glaube, die sind aus dem Lidl. Ganz unspektakulär. Ja, Binden, glaube ich, soll das sein. Siempre. Ich glaube, das ist Lidl. Total schlecht. Würde ich auch nie wieder kaufen und auch gar nicht mal weiterempfehlen, weil die einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Slip jetzt so breit ist im Schritt, diese Dinger so breit waren und man die hätte quasi irgendwie umklappen müssen und das hat alles irgendwie gar nicht geklappt. Also das war wirklich sehr unvorteilhaft und undurchdacht. Also ich frage mich, welche Unterhosen dieses Format haben. Ja, dann aufgebraucht, das ist vom Rossmann, diese Facel, auch Slip-Einlagen in Schwarz. Flexibel, ohne Folie, luftdurchlässig. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber mir ist das mal aufgefallen, egal bei welcher Firma, wenn man schwarze hat, halten die nicht. Also irgendwie kleben die weniger als alle anderen. Deswegen werde ich die wohl auch nicht wieder kaufen. Hingegen die normalen, extra weichen, auch vom Rossmann, sind einfach super, finde ich klasse, kleben toll. Frische Duft, weiß nicht, habe ich mich wohl vergriffen. Also ich nehme eigentlich immer ganz normale. Hat man eh nichts von gemerkt. Also, aber die finde ich super. Dann aufgebraucht, das war noch von der Schwangerschaft, die Tena Lady. Und zwar habe ich die jetzt als Binden quasi benutzt, weil die Periode so schwach ist, dass sowas locker reicht. Und ja, die sind auch leer geworden, würde ich immer wieder kaufen, falls da in die Richtung Bedarf ist. Dann aufgebraucht habe ich die Avent. Nachtstilleinlagen, die fand ich wirklich, wirklich super. Finde sowieso die Avent-Stilleinlagen sehr, sehr gut. Und würden mir die Lansino für die Nacht nicht mehr reichen, würde ich die auf jeden Fall wiederholen. Und die für den Tag sind auch super toll, aber da reichen die Lansino immer. Dann auch aufgebraucht Nachtstilleinlagen von Nook. Die fand ich eigentlich ganz gut, bis ich andere, zum Beispiel die Avent oder die Lansino, mir mal ja, näher getestet habe, weil das Problem hier bei diesen ist, dass sie einfach so klumpig die Feuchtigkeit aufnehmen und das kann dann auch schon mal in der Brust drücken. Bei manchen habe ich auch gehört, hat es zum Beispiel zu Milchstau und verschiedenen Sachen geführt, deswegen die leider auch nicht mehr. Und dann noch aufgebraucht habe ich zwei Packungen Lansino. Die finde ich wirklich, wirklich super. Am Anfang fand ich die echt mega blöde. Aber mittlerweile finde ich die klasse und weiß gar nicht mehr, was ich da am Anfang für ein Problem mit hatte. Ja, weiter aufgebraucht habe ich dann ein Körperpeeling von Emma Sahn und zwar das Paradise. Das hat wirklich super toll gerochen. Die Konsistenz ist einmalig gut. Das ist ein Zuckerpeeling. Gut, man muss ehrlich sagen, Pflege würde ich da jetzt keine feststellen können und der Geruch bleibt auch absolut nicht auf der Haut, egal wie toll das riecht. Auf der Haut bleibt es aber nicht, aber mir geht es rein um den peelenden Effekt und wie man es anwenden kann. Und da ist das optimal und ich habe auch schon ein neues. Da würde ich auf jeden Fall immer wieder kaufen. Will nur hier und da mal den Geruch halt wechseln. Dann aufgebraucht ein Palmolive Aromatherapie Absolut Relax Duschgel mit Ylang Ylang und Iris. Das war ganz okay, riecht mir aber ein bisschen zu schwer, fast schon ein bisschen männlich. Aber es ist nicht schlecht. Ich würde nicht hundertprozentig ausschließen, dass ich es nochmal kaufen würde. Aber es wäre jetzt auch keins, wo ich sage, unbedingt das muss immer da sein. Dann auch aufgebraucht ein Balea Trockenshampoo, extra frische für jedes Haar. Das habe ich in einem Tauschbäckchen drin gehabt. War ganz okay, hat sich an meinem Haar jetzt sehr schlecht verteilen lassen und sich so ein bisschen festgelegt und auch nicht so gut ausbürsten lassen, dass das halt nicht mehr so eher staubig aussieht, weil gerade bei dunklem Haar ist das natürlich so eine Sache. Deswegen würde ich das nicht wiederholen, muss aber sagen, es hat ganz angenehm gerochen. Was ja bei einem Trockenshampoo, wie ich gemerkt habe, nicht gang und gäbe ist.
Dann auch wie jeden Monat die Ebelin Maxi Pads, die benutze ich ja nur, finde ich echt klasse. Kaufe ich immer wieder und habe meistens so ein, zwei Packungen im Schrank. Hoppala, was ist denn das? Dann aufgebraucht eine Balea Peel-Off Maske, auch aus einem Tauschpäckchen. Die fand ich wirklich super. Früher, als ich noch sehr klein war, habe ich immer gerne Peel-Off Masken benutzt. Da waren die, glaube ich, noch von Yves Rocher. Und ja, könnte ich mir echt vorstellen, wiederzuholen. War eine ganz lustige Sache. Hier baumelt auch noch einen Rest davon. Dann aufgebraucht mit Maskenrest habe ich eine Emma Sahn Körper Lotion Butterfly. Davon habe ich auch das Peeling. Das Peeling mag ich wirklich. Wie gesagt, da ist ja der Geruch auch eigentlich nicht wirklich wahrzunehmen. Aber die Bodylotion selber gefällt mir absolut gar nicht. Also das wäre nichts für mich. Deswegen wäre das auch nichts zum Nachkaufen. Dann aufgebraucht endlich. Die habe ich zugeschickt gekriegt. Die gab es da, wo es die noch ganz neu war. Bei DM. Zu gewinnen irgendwie. Und zwar diese Donto Den Cherry Mint. Totaler Mist. Hat kaum geschäumt. Man hat auch nach dem Zähneputzen kein frisches Gefühl auf den Zähnen gehabt. Das Einzige, was cool war, war, dass sie rot war und geglitzert hat. Das war aber auch echt alles. Deswegen, ich habe sie wirklich leer gemacht. Eigentlich wollte ich sie wegschmeißen, aber irgendwie, ja, kann ich sowas auch nicht. Und deswegen, ja, absolut grottenschlecht. Ja, dann weiter aufgebraucht. Ich habe diese mal ausprobiert, diese Centrum Materna, weil die sich ganz toll schlucken lassen, weil das eine Kaplette ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Format dieser Tablette ist, aber es ist eine Kaplette, die sich schön schlucken lässt. Deswegen könnte ich mir unter Umständen vorstellen, die wiederzuholen. Die waren jetzt auch gar nicht so teuer. 15 Euro für 30 Stück. Dann aufgebraucht habe ich ein Duschgel Scented Bath and Shower Cream Sexy Little Things Nure von Victoria's Secrets. Das ja war jetzt nichts Besonderes. Riecht so eigentlich ganz gut. Unter der Dusche kam es mir jetzt nicht so prickelnd vor. Man hat auch relativ viel gebraucht. Also ich würde nicht hundertprozentig sagen, nein, aber ich müsste es jetzt auch nicht unbedingt haben. Dann auch aus einem Tauschpäckchen die Alverde Körperbutter Honigmelone. Ich bin ja eh kein Alverde-Freund so. Und ja, ich habe am Anfang da dran gerochen und gedacht, ach ja, ist ganz okay. Aber die ist wirklich schon sehr schwer zu verteilen und riecht sehr intensiv, süß und so pappig. Also absolut nichts Frisches oder so, weil hier steht pflegt mit frischem, fruchtigen Duft. Also er war wirklich schon sehr aufdringlich, deswegen auch absolut gar nichts für mich. Dann nicht leer, aber boah, ich kann es einfach nicht mehr abhaben. Weiß auch nicht warum. Ist mir auch schon mal runtergefallen. Der Deckel kaputt. Und zwar dieses Lush Lip Scrub Bubblegum. Ich habe mich überrochen an dem Geruch und kann es einfach nicht mehr haben. Deswegen schmeiße ich das jetzt weg. Dann leer geworden eine Probe von Sephora Peony Cream Body Wash. Das habe ich jetzt ein bisschen zerdrückt. Das war so eine Kugel. Ja, war jetzt auch absolut nicht mein Fall. Also bräuchte ich nicht. Aber komme ich ja eh nicht dran. Dann aufgebraucht habe ich mal wieder ein paar Parfümproben. Und zwar 4 Stück an der Zahl. Und hier klebt noch irgendwas dran, was ich nicht weiß, was das ist. Zum einen hatte ich auch mit geschenkt bekommen ein Narciso Rodriguez Verhör. Ich hatte letztens schon mal eine Probe mit in so einem, hat mir eine Abonnentin, glaube ich, zugeschickt, genau. Und ich dachte, vielleicht ist das gekippt oder so, aber das scheint echt so zu riechen, also gefällt mir absolut gar nicht. Dann ein LR Duftsprüher de Collection 02 Eau de Beauté. Das war okay, aber nicht so ganz mein Favorit. Dann die 03 davon, Eau de Glamour. Das habe ich auch schon im Original da. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch einen Carolina Kurkova. Das ist mir so zu schwer. Also das ist auch nicht mein Ding. Also leider nicht. Dann leer geworden ist mein Lancôme Advanced Genifique Youth Activating Serum. War ich eigentlich sehr zufrieden mit. Mich ärgert es zwar, dass hier unten dieser kleine Rest nicht mehr rausgeht, aber dafür ist diese Pipette zu kurz. Kommt da also nicht dran. Ich habe das wirklich sehr gern gemocht. Schönes, leichtes Gefühl auf der Haut. Sehr erfrischend. Hat eigentlich alles gestimmt. Nur der Preis halt irgendwie nicht. Also ich habe jetzt wirklich nicht so lange was davon gehabt. Gut, es waren nur 30 Milliliter. Aber die Flasche kostet 80 Euro. Und die hat mir dafür, glaube ich, zu kurz gehalten. Ich halte mal Ausschau, was es noch so gibt. Und ob mir da was ähnlich Gutes unterkommt. Wenn nicht, würde ich mir das natürlich dann wiederholen. Weil es echt super war. Muss man einfach sagen, wie es ist.
Dann auch aus einem Tauschpäckchen bekommen habe ich die Blendermate Pro Expert Tiefenreinigungszahncreme Probe. Und fand die super gut. Auch mein Mann mag die sehr gerne. Die ist mir zwar persönlich fast zu scharf, wenn ich ehrlich bin. Aber reinigt im Gegensatz zu DM-Zahncreme wirklich super geil. Habe ich auch schon wieder da. War in meiner letzten oder vorletzten Lieblinge-Box sogar. Dann aufgebraucht den Aussie Luicious Loam Conditioner. Ja, eigentlich mag ich die Sachen ganz gerne. Das Problem ist halt nur, ich habe wirklich, seit ich diese Aussie-Sachen ausschließlich benutze, tatsächlich Schuppen und so ein Jucken auf der Kopfhaut andauernd. Und das gefällt mir nur echt nicht, deswegen würde ich es nicht mehr nachkaufen. Und zu guter Letzt das Nivea Powerfruit Relax Duschgel. Das habe ich ja danach gekauft, nachdem ich dieses rote testen durfte und es wohl noch nicht im Handel war. Aber da ich gesehen habe, dass es das jetzt ist, würde ich natürlich eher dazu greifen. Aber auch hier, das war echt wirklich ganz angenehm. Also ich hatte ja lange keine Duschgels aus der Drogerie. Aber gefällt mir echt gut und würde ich mir unter Umständen auch nochmal nachkaufen. Dann kommen wir noch zu den paar Sachen von Jason. Das ist diesmal gar nicht so viel wie bei mir. Okay, jetzt habe ich mich noch verschluckt. Ja, zum einen haben wir wieder eine Packung von diesen veganen Toiletten leer. Ja, da sind auch schon wieder zwei im Hause. Also die muss er wohl noch bis nächstes Jahr August nehmen. Dann wie immer leer geworden die Windelbeutel. Die habe ich ja auch immer im Haus. Kaufe ich auch immer wieder nach. Dann Feuchttücher haben wir diesen Monat gar nicht so viel aufgebraucht. Weiß gar nicht warum. Also zweimal haben wir hier die Pampers Sensitive. Die mag ich ja super gerne. Finde ich sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch mal ausprobiert die Penaten Sensitive. Auch die sind wirklich super toll. Vor allen Dingen, weil die so eine schöne Struktur haben und recht elastisch sind. Nicht zu trocken, nicht zu feucht. Also die finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir aufgebraucht unsere letzte Packung Pampers New Baby in der Größe 3. Die wurden dann langsam knapp. Hier, die waren jetzt bis 7 Kilo und er hat sie noch mit 7,5 Kilo getragen. Also absolut kein Problem und zu empfehlen. New Baby können wir natürlich dann jetzt nicht mehr tragen, weil die dann langsam halt zu klein sind und nur bis Größe 3 gehen. Dafür haben wir aufgebraucht aus so einem XXL-Pack die Pampers Baby Dry in der Größe 3. Die waren super. Sind wir sehr zufrieden. Jetzt, wo der Stuhlgang durch den Brei auch ein bisschen fester ist, ist auch da kein Auslaufen mehr. Bei der Active Fit war, glaube ich, da nochmal was. Deswegen würde ich eher zu der Baby Dry greifen. Und auch aufgebraucht, auch in der Größe 3, die Pampers Simply Dry. Die sind wirklich super, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch schon wieder einen neuen Karton gekauft. Jetzt aber in der Größe 4, weil hier die sind von 4 bis 9 Kilo. Und die Größe 4 ist von 7 bis, ich glaube, 13 Kilo oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich dann schon mal die nächste Größe gekauft. Und ja, das war's schon wieder mit meinem Aufgebraucht-Video. Und ich würde sagen, bis ganz bald, ihr Süßen. Ciao!